So, der Hexenbaum ist död. Komm mal her, Georg, dann holst du dir das Holz vom gefällten Hexenbaum. Es tut mir schrecklich leid. Jetzt wird natürlich die Dame da unten dann, die Schweinehirtin, die wird uns jetzt nichts mehr helfen in irgendeiner Form. Die findet uns jetzt doof. So, jetzt ist die Frage. Hier oben durch, das weiß ich noch, die Höhle, da geht's zum Hexentanzplatz. Da wollen wir noch nicht hin. Wir wollen jetzt keinen Bosskampf machen. Könnt ihr das irgendwie begreifen, dass ich das jetzt nicht will? Nach dieser Erfahrung möchte ich keine Bosskämpfe erledigen. Ja, schön gefailt, aber naja. Trotzdem sind wir immer noch irgendwo. Ja, irgendwo sind wir immer noch. So. Jetzt würde ich mal sagen, jagen wir ein bisschen Räuber. Irgendwo hier müssten Räuber sein. Irgendwo hier müssten die Räuberlager sein. Was der Großvater noch wusste, also das ist. Soweit hatte ich diesmal nicht gespielt. Das ist noch die Erfahrung von früher, ganz früher. Jetzt schön vorsichtig. Schön vorsichtig. Was haben wir denn da? Das sieht komisch aus. Dann lach doch. Ja, ich sehe ein Kräuterli auf der Karte. Ich sehe mehrere Kräuterlis auf der Karte. Und da Georg gerade vorne ist, warum nicht? Ja, nehmen wir erstmal den hier. Oh, was haben wir denn da? Ronquers Handlanger. Na, das hatten wir lange nicht mehr. Ich nehme jetzt mal an, dass die jetzt vollständig OP sind, ne? Ah, muss mal was trinken, ey. Mein Kaffee ist schon voll kalt, ey. Ja. Ich habe auch keinen Kaffee verdient bei meiner Leistung hier. Heißen Kaffee habe ich nicht verdient. Für heißen Kaffee muss man, den heißen Kaffee muss man sich verdienen. Mit guter Kampfleistung. So, Belmardblatt. Da er jetzt diese Sichel dabei hat, dürfte er eigentlich auch nicht mehr failen. Hahaha. So, Ronquers Handlanger. Oh. Feuerfliegen, Feuerfliegen, Feuerfliegen. Ach, das ist ja sehr niedlich. Okay, alles klar. Die sind jetzt wahrscheinlich auch total OP. Also, die machen uns jetzt alle platt. Also gleich kommt da eine Feuerfliege und tötet uns alle. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich möchte mal die Truppe versammeln. Hier vorne. Bitte. Danke. So, und dann mal auf Agro. Ich hoffe, das wirkt auch irgendwie. Ja, wir werden jetzt gekillt von Feuerfliegen. Jetzt stellt euch vor, das ist so. Nee, sieht aber nicht danach aus. Nee, das ist jetzt. Oh, die Boss-Feuerfliege, ne? Boss-Feuerfliege, Boss-Feuerfliege. Ja, jetzt mache ich hier dumme Witze, nur um zu überdecken, dass ich gerade so fett gefailt habe. Aber was weiß ich denn, was da passiert ist? Also, das war wohl eine Spezialtruppe von Bannstrullern, weil ihr wisst noch, wie wir die in 0, nix platt gemacht haben. Und wir konnten die halt nicht pullen, weil ich ja gerne die. Ich wollte ja eigentlich gerne den Baum retten. Und dafür war es notwendig, dass wir da reinstürmen. Nicht so wie beim Bannstrahler Lager. Da konnten wir ja so einen nach dem anderen pullen. Ja. Das Ergebnis wäre das gleiche gewesen, Baum tot, aber vielleicht hätten wir nicht so viele Male weglaufen müssen. Wie feige Hühnchen. So. Ich ärgere mich ja schon gar nicht. So. Ruine Blutberge ist hier irgendwie in der Gegend. Da können wir aber noch nicht hin. Wir gehen mal. Warte mal. Ich muss mal kurz auf die Karte gucken. Ruine Blutberge, ja genau. Wir gehen mal nach Norden. Da waren doch noch ein paar Ronquers, die jetzt natürlich total OP sind und uns den Hintern versohlen bis zum geht nicht mehr. Da müssten sie sein. Nee, Feuerflieger. Ja. Ja, das hat uns noch gefehlt, ne? Also jetzt hier. Zigtausend Feuerfliegen-Attacken. Ja, sind schon alle auf Agro.
Ich sollte die wieder vom Agro runternehmen, ehe uns Ronkwehr begegnet, also die Ronkwehr-Handlanger. Kill hier wieder 100.000 Folgen Feuerfliegen, das ist unglaublich. So. Ja, wir nehmen immer noch die Giftzähne schön mit. Irgendwann können wir damit Giftpfeile brauen. Ja, warum nicht? Brauen wir sie in einem Kessel, die Giftpfeile. Ja, man muss ja das Gift erstmal zusammenbrauen. Das ist ja kein Problem. Ja. So, was haben wir denn da hinten? Ist das ein Ronkwehr? Ich sehe hier schon Geister. Ronkwehrgeister. So, nö, also. Ja, das scheint es gewesen zu sein. Ja, weißt du was? Ich nehme mal den Agro wieder raus, damit wir hier nicht irgendwie in die Ronkwehrs reinrennen. Das wollen wir dann doch irgendwie geordnet machen. Geordneter Selbstmord. So, ein Belmart. Hol dir mal den Belmart, Kollege. Da hinten ist noch ein Kräuterli. Das will ich natürlich auch. Kein Kräuterli wird hier zurückgelassen. Ja, und dann gucken wir mal, was da oben im Norden vom Wald ist. Also wenn ich mich recht erinnere, was der Großvater noch wusste, dann ist der böse Ronkwehr eher unten im Süden am Bach irgendwo, an so einem Bach. Aber was weiß ich schon. Da, warte mal. Hier oben steht irgendwas mit Räuberlager. Stimmt das? Räuberlag. Da, Räuberlag. Also. Da habe ich mich geirrt. Dann ist Ronkwehr wohl doch im Norden. Keine Ahnung. Humberts Räuberlager. Also das ist der andere. So, also was haben wir gehört? Humbert ist eigentlich... gar nicht so ein richtiger Räuber. Der ist eigentlich eher Zöllner und er killt nicht wild durch die Gegend. Das ist eher bei Ronkwehr der Fall. So, wir gucken mal. Ich sehe auch keine roten Punkte. Die scheinen uns nicht feindlich gesonnen zu sein. Wir sprechen die mal an. Humberts Räuber. Humberts Räuber. Hey, was willst du hier? Du hast Fremder vergessen. Ich finde das geil, dass ihm das Horn da oben fehlt. Der Helm sieht sowieso schon komplett beknackt aus. Und dadurch, dass da noch so ein Horn abgebrochen ist, also so ein Flügel. Ja, ich will deinen Anführer sprechen, Meister. Es geht um ein Geschäft. Geschäfte, die machen wir doch immer gerne. Komm halt ins Lager, aber benimm dich, sonst mach ich dir Ärger. Du sprichst komisch, mein Freund. So. Aber weißt du, wir benehmen uns nicht, wir klauen hier erstmal alles. Und das müsste jetzt eigentlich schon Ärger geben, wenn wir hier alles zertrümmern, aber naja. Na? RPGs. Immer wieder lustig. Also das einzige RPG, wo du richtig, wo ich meines Erachtens richtig ja, Konsequenzen meiner Handlung und so weiter und wirklich die Härte spüren durfte, das war Gothic 1. Hey, mach keinen Ärger, ne? Steck die Waffe weg, ne? Kennt ihr das? Ja. Gothic werden wir auch noch spielen. Irgendwann mal. Und zwar alle vier Teile, alle drei Teile. Es gibt keine vier Teile. Und nein, dieses Arcania oder wie der Kram hieß, das ist kein Gothic. Alleine schon, dass die ganzen alten Recken von Gothic da alte Säcke waren. Und es war ja so, also Gothic... im ersten Teil, der Held wird ins Gefängnis geworfen, ne, unter die Kuppel, ne, und muss sich da, kriegt erstmal gleich eins in die Fresse und so weiter und so fort. Beim zweiten Mal ist er vorher unter einem eingestürzten Tempel begraben und ja, verliert sozusagen seine ganzen Fähigkeiten, so viel ich das noch weiß. Hallo, kannst du mal? Ich glaube, er kann nicht. Ich nehme die Sache in die Hand. Gut, dann machst du das mal. Ich glaube, wir müssen immer die. Was ist denn hier los? Zerhau mal den Kram. Folgt mir. Was ist denn hier los, Mensch? Ja gut, dann lasse ich Kleidis erstmal hier sich an der Truhe vergiften. Ah. Fädenmusik. Schloss offenem Slum.
Damit gebe ich mich nicht zufrieden. Schloss öffnen, misslungen. Ach so, ich muss ja die Cooldown-Zeit abwarten. Jetzt habe ich schon wieder gar nicht mehr drauf geachtet. Kleideschen, pass mal auf. Da die Idioten hier zu blöde sind, irgendwas aufzukriegen. Entschuldigung, ist so. Machst du mal mit den Wurfbeilen hier die Kaputt-Action. Hä? Ist aber auch nicht so effizient. Alter, was ist los? Ah ja, so. Jetzt ist kaputt. Sammeln wir mal auf. Ui, Dinge. Okay. Jetzt auf einmal. Also das ist alles sehr, sehr seltsam. Moment mal. Also, Kladdes, ne? Kannst du denn Beinschienen anziehen mit den Stiefeln zusammen? Ja. Und das hier, Elfenrobe, Brust, ist denn da irgendwas Besonderes dran? Nie. Elfenrobe, Brust, Bauch, Rücken, linker Arm, rechter Arm, lalala. Oh. Und wie sieht's denn mit ihm aus? Oh, das ist viel besser. Aber sieh hier, guck mal, diese Elfenrobe, ne? Die hat also nichts Besonderes, ne? Wenn man hier so guckt. Sieht zwar schön aus, ne? Aber immer nur ein Schutzpunkt. Und hier zwei an Brust, Bauch und Rücken. Das sieht mir besser aus. Und er sieht vielleicht nicht besser aus von der Kleidung her. Obwohl, sieht sie auch schick drin aus, ne? Stulpenstiefel, linkes Bein 1, rechtes Bein 1. Oh, das ist aber viel besser hier. Die Elfenstiefel. Ja, und das ist genau das gleiche hier. Und er hat... Ein Wort. Ja, das ist eigentlich auch das gleiche. Gute Entscheidung. Stulpenstiefel, genau das gleiche. Also da müssen wir nichts mehr Neues machen. Das bin ich. Und hier ist noch ein bisschen koscher Stahl. Den kriegt er. Weil er ist der zukünftige Schmied. Und die Kohle, Kohle, Kohle ebenfalls. Jo, jetzt kann Kladdes noch mal das versuchen. Also wenn sie sie aufkriegt, kriegt sie auf jeden Fall ordentlich Schaden. Das ist schon mal klar. Ja, wir versuchen es noch einmal. Es wäre wirklich klasse, wenn sie es aufkriegen würde. Schon alleine wegen des Schadens, den sie dann kriegt. So, komm mal her. Rulana, du machst mal hier... oder warte mal. Nein, Kladdes würde wieder Wurfdolche verwenden und das ist nicht gut. Ja. Also warum die Kisten da hinten wieder mal nicht zerstörbar waren, frag mich nicht. Messer. So, Kladdes macht nochmal den hier. Mal gucken. Ich müsste doch inzwischen genügend Schlossknacktalent haben, um das hinzukriegen. Warte mal. Wie sieht es denn eigentlich aus mit Trainieren hier? Wir sollten ihr mal Fallenentschärfen beibringen, damit sie nicht jedes Mal sich vergiftet, wenn oder mit Feuer verbrannt wird oder sonst was. Ich muss mal einen Schluck von dem eiskalten Kaffee trinken. Ja, nee, dieses Arcania oder Arcadia oder wie das hieß, ne? Das, was ja eigentlich als Gothic dann Nachfolger werden sollte. Ein Jüngling, ne? Ein süßgesichtiger Jüngling wacht aus einem Traum auf, ne? Alleine der Start, ne? Ist so gar nicht Gothic. So, Humberts Räuber. Nö, der will nicht mit uns sprechen. Wo ist denn Humbert eigentlich? Komm, hier versuch nochmal, Mädel. Immer noch nicht. So, wo ist denn da Humbert? Der Humbert müsste doch hier auch irgendwo sein, hier. In seinem eigenen Lager müsste er doch irgendwo sein. Hä? Oder ist er hier oben auf dem Berg? Ihr habt doch keine Ahnung. Es sieht seltsam aus hier. War ich hier oben schon mal irgendwann? Ach, guck mal. Da ist doch glatt noch eine Kiste versteckt. Und noch ein Fass. Ja. Okay. Mach du das mal vor, Grimm, ehe die da ihre ganzen Wurfbeile dran vertut. Intuitionselixier. Mhm. Okay, okay, okay. Ich weiß nicht. Und eine Dukate. Naja. Ist denn hier oben sonst noch irgendwas? Kann man denn hier oben noch
So, sonst noch irgendwas hier oben. Wo ist Humbert? Wir sind in seinem Lager. Wir müssten ihm doch eigentlich jetzt begegnen. Ich versuche mein Bestes. Ja, versuch mal dein Bestes, Humbert zu finden. Ist das Humbert? Räuberhauptmann Humbert. Geilomat. Also falls wir uns entschließen sollten, die zu killen, wäre von da oben eigentlich mit Fernwaffen und Zaubern die beste Möglichkeit. Bis die da oben sind, wäre alles tot. Aber da der Kerl eigentlich man uns gesagt hat, dass der nicht böse ist, sondern halt er ist ein Bandit, aber halt kein böser Bandit, lassen wir den doch leben und tun uns mit ihm zusammen. Oder was meint ihr? Hey Humbert. Nö, nicht noch so einer. Erst diese Gestalten, die uns aus der Ruine vertreiben, dann tauchen fast gleichzeitig dieser Totschläger Ronkwa und die herumschnüffelnden Sonnenanbeter auf. Glauben denn alle, sie können einfach mal eben in mein Revier hereinspazieren und machen, was sie wollen? Und jetzt auch noch du? Was willst du denn vom alten Humbert? Och, nix Böses. Du siehst lustig aus und, och nö, nicht schon wieder so einer. Das fand ich geil. Von wem redest du denn alles? Der ganze Wald ist in letzter Zeit voll mit diesen Wahnsinnigen und Mördern. Zuerst diese Kultisten, die uns aus der Ruine verjagt haben, und dann das Prajotengesindel und zu guter Letzt auch noch dieser Mörder Ronkwa mit seinen Halsabschneidern hier aufgetaucht. Wie soll ein ehrlicher Räuber wie ich da noch seinem Tagwerk nachgehen, frage ich dich. Aber wenn ich mir dich so ansehe, kommt mir doch glatt eine Idee. Wenn ich mir dich so ansehe, kommt mir doch glatt eine Idee. Willst du dir nicht ein paar Dukaten verdienen? Hoho. Vielleicht erzähl erstmal, aber mach schnell. Moment, erklär mir das mal genauer und lass nichts aus. Für sowas habe ich keine Zeit. Mach's gut, Humbert. Okay, Moment, erklär mir das mal genauer und lass nichts aus. Dass ich ein Räuber bin, wird dir vielleicht nicht entgangen sein. Aber meine Leute und ich, wir machen gar nicht so richtig in Überfällen und so, sondern haben uns auf Wegezoll von Reisenden spezialisiert. Gibt ja schließlich ganz andere Gefahren hier, vor denen man beschützt werden muss. War ganz einträglich und der Baron brauchte auch keine Landsknechte, um seine Baronie zu schützen. Da hat er mehr Geld, um es in Ferdok zu versaufen. Das klingt legit. Aber jetzt, wo uns diese Kultisten aus der Ruine vertrieben haben, kommt plötzlich auch noch dieser Mordbube Ronkwa. Der ist ein ganz anderes Kaliber. Der will nicht nur so ein bisschen Wegzoll, ist gewalttätig, schlägt gern Leute tot, ist also schlecht fürs Geschäft. Deshalb will ich, dass du zu seinem Lager gehst, das ist weiter westlich von hier an der Furt, über den Fluss und ihn über die Niederhöllen schickst, aus denen er gekrochen ist. Ich wusste doch, am Fluss irgendwo. Ja, irgendwo am Fluss war ein Lager. Na, wie sieht's aus? Held oder Häschen? Gut, ich werde den Kerl für dich erledigen. Ich glaube, ich murks einfach dich ab und hole mit Baron Quer meine Belohnung ab. Für sowas habe ich jetzt keine Zeit. Mach's gut, Humbert. Ach, der ist viel zu nett, der Humbert. Gut, ich werde den Kerl für dich erledigen. Also der Ronkwer, dessen Leute haben uns auch, Humberts Kollegen haben uns ja überhaupt gar keinen Ärger gemacht. Wir haben keine einzige von Humberts Patrouillen oder so getroffen. Es waren immer nur diese Ronkwers, ne? Und die haben auch den armen Holzfäller geärgert und so und nö. Also, und er hat auch recht, die Prajoten und so weiter und so fort. Und wir haben ja sowieso auch was gegen das komische Kultistengesindel, das da oben die Ruine, wo er vielleicht mal früher gewohnt hat, besetzt hat. Ja, das machen wir. Mach das und komm wieder, wenn er tot ist. Dann gibt's eine Belohnung. Deine Belohnung. Jo, machen wir. Ich mach mich gleich auf den Weg, mache ich, aber ich habe noch einige andere Fragen an dich. Ja, machen wir das doch. Wenn's sonst nicht sein soll, rede. Du kennst die Burg sicher in- und auswendig. Erzähl mir ein paar Sachen über die Ruine. Na, so viel gibt's da gar nicht. Stand viel zu lange leer herum. Oberirdisch ist das Ding nur noch eine Sammlung von einsamen Steinen, ein hohler Zahn. Aber unterirdisch, da geht's mehrere Ebenen runter. Wir haben auch nur auf den beiden obersten gewohnt. Okay, das hört sich interessant an. Also ich mag solche... ich denke nur an Diablo 1. Haha. ich will noch was wissen. Wenn es sonst nicht sein soll... Was waren das für Gestalten, die dich und deine Bande da vertrieben haben? Habt ihr euch denn gar nicht gewehrt? Pah, wenn du wüsstest, ein Haufen Irrer in dunklen Kapuzen kam nachts ohne Vorwarnung. Die Jolina, die war wohl nicht total besoffen und hat gerade noch Alarm gegeben, bevor sie abgemurkst haben. Dachten erst, das wären die anderen Räuber oder Landsknechte vom Baron.
Aber das waren Dämonenknechte, die uns abschlachten wollten. Dem Valpo haben sie gar den Kopf vom Körper, also da haben wir Nächtlings Fersengeld gegeben, konnten kaum was mitnehmen. Und kaum waren wir im Wald und schworen Rache, da leuchtet dieses magische Brimborium um die Ruine und wir mussten sehen, wo wir bleiben. Ich will noch was wissen. Hast du eine Ahnung, wie man noch in die Burg kommen kann? Nee, das haben wir ja auch versucht. Egal welcher Weg, alle enden in dieser Leuchtglocke um die Ruine herum. Und unter uns, was sie mit Valpo und Julina gemacht haben, das will ich meinen Leuten und mir eigentlich gar nicht antun. Das sind wahnsinnige Verrückte da drin. Das kann ich mir vorstellen. So. Ja, leb wohl, Humbert. Okay. Wollen wir es nochmal versuchen? Kladdes. Wir sollten sie alle im Fluss versenken. Ja, der gute Vorgrim. Sag mal, haben wir überhaupt noch irgendwelche Haarnadeln? Hat Madame Haarnadeln? Ja, sie hat noch 20 Stück. Ich lasse noch einmal Abklingzeit runterlaufen und dann, ne? Dann machen wir uns hier vom Acker. Und dann versuchen wir vielleicht diesen Ronquer noch zu killen. Also ich traue uns das zu. Auch nach der Schmach mit den Prajoten. Alter, was ist denn mit der Frau los? Kann die nicht einmal was richtig machen? Ja, müssen wir vielleicht später nochmal wiederkommen. Also eine Räubertruhe auszunehmen, das muss sich lohnen. Nein, ich will jetzt nicht an dem blöden Tisch da was bauen, sondern... Na, Kollege, mit dem Helm und mit dem abgebrochenen Horn. So. Bleibt mal ein bisschen zusammen, Jungs und Mädels. Wir haben da... Ja, Jungs und Mädels, kann man ja sagen, ne? So, wir müssen... Lass uns mal die Karte vergrößern hier. Da, Bandit Ronquer. Da gehen wir doch glatt hin. Gehen wir schnurstracks hin und machen den... den Kopf kürzer. Ja, jetzt habe ich so ein großes Maul, ne? Also, ehe wir da reinrennen in das Lager, werden wir natürlich noch mal skillen, ne? Schauen wir noch mal, was wir vielleicht irgendwie noch an Spaß dazu kriegen können. Denn so wie ich das in Erinnerung habe, war Ronquer nicht gerade besonders einfach zu bewältigen. Alter, die Wölfe sind friedlich? Okay, alles klar. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Dafür sind jetzt hier wahrscheinlich gleich schrecklich aggressive Feuerfliegen. Oder irgendein anderes Geschmeiß. Da vorne ist ein Wolf. Die Wölfe sind wahrscheinlich aggressiv. Nö, auch nicht. Alter. Was mit euch los, Jungs? Kein Bock mehr gekillt zu werden. Oh, was haben wir da? Feuerfliegen, ich hab's doch gesagt. Die Wölfe lassen uns in Ruhe, aber die Feuerfliegen machen uns Ärger. Ich glaube, es hackt. Moment mal. Das machen wir doch mal. Auf die altbewährte Art und Weise. Da ist schon der Fluss. Und ich glaube, wir werden nicht gleich angegriffen, wenn wir uns dem Lager nähern. Ich glaube, der Ronquer versucht auch mit uns irgendwie einen Deal zu machen. Ich glaube, er versucht mit uns den gleichen Deal zu machen, aber wir wissen ja... nee, also, mach mal den Agro raus. Wir wissen ja, den, Humbert, das ist ein Lieber irgendwie, ne? Der will ja nur ein Geschäft machen. Und zwar ein großes. Haha, ja, hey da, gib mir Wegezoll. Aber dass der Humbert es auch nicht geschnallt hat, dass wir ja ganz am Anfang, ne, wisst ihr noch, als wir ganz am Anfang hier in die Blutberge gekommen sind, hier in den Dunkelwald, da haben wir ja auch eine seiner Truppen. Wisst ihr noch, Humbert und seine Mädels? Also Humberts Mädels. Da haben wir ja auch irgendwie recht krass abgemetzelt. Weißt du was? Wir machen mal kurz den Spielstand. So, Quick Save. Ne, ich glaube, ich mache mal einen richtigen. Spiel speichern. Let's play. Ja, jetzt könnt ihr auch mal sehen, da ist mein Speicherstand von Anno Dunemals, also nicht von Anno Dunemals, den habe ich auch neulich mal wieder oder vor einiger Zeit mal überarbeitet.
Hier ist noch ein Kräuterli. Gehen wir mal Kräuter pflücken, ehe wir die Monster. Conchines. Ehe wir die Monster killen. Ja, irgendwie sind doch Räuber auch Monster, ne? Monsterräuber. Sind hier noch mehr Kräuterlis? Na? Wo sind sie denn? Och, jetzt sind wir schon wieder raus aus der Musik. Ich will die Musik wieder haben. Da ist auch noch ein Kräuterli. Da stehen sie, die Herren. Scheinen nicht allzu viele zu sein. Das mit dem Wasserfall ist schön. Guck mal. Oh, ist das geil. Oh, ist das schön. Ich will mir das nochmal genauer angucken. Ehe wir das Ganze mit Blut tränken.